Warte, Moment. Und? Was sagst du jetzt? Roger ist schon ein Herzchen, ne? Aber... Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Wenn ich diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Okay. Früher oder später werde ich Broga fertig machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broga dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein. Ah, wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. Oh ja, das ist es. Aber ich brauche definitiv eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Aha, gut zu wissen. Oh Mann. So, was muss ich... Na gut, Arbeiterkleidung, Jagdgeschäfte. Wir fangen mal ganz oben an. Was müsste ich tun, um Broga zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Okay, wir wüssten da schon was. Wegen Broga. Okay, was denn deine... Broga treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Ha, das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Mhm. Ich hörte, Broga soll sich um die Arbeiter kümmern. Broga kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Das ist doof. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Broga hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Harte Nummer, dieser Broga. Den müssen wir knacken. Ich hörte, Broga will den Don ablösen. Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen. Wenn du verstehst, was ich meine. Es traut sich also wieder keiner, das Maul aufzumachen. Na, zum Glück sind wir ja da. Wir haben ja eine Riesenklappe. Na gut. Woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Frag mal den Anführer der Arbeiter, Hawkins, danach. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Mhm. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du haltst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Das finde ich aber auch. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Okay. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Erzähl mir erstmal was über deine Jäger. Louis ist ständig besoffen. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Hockt hinten im Sumpf. Ich wette, der hängt hier irgendwo im Sumpf in einer Bierflasche, anstatt zu jagen. Oh ja. Doug soll ebenfalls im Sumpf Beute machen. Was soll ich sagen? Ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, was mit mir ist, das siehst du ja. Es gibt hier nur 3 Jäger. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Ja, stimmt. Was mit eigentlich mit Neil? Ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Aha, na super. Ja, da wir eh nicht genug Gold haben, werden wir erstmal hier weitergehen. Schon ziemlich was los hier, also vor allem Intrigen spinnen, das können sie ja alle gut. So, wo ist denn Hawkins da? Der liegt da und pennt. Ich hoffe, es ist wichtig. Ja. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Ich hätte aber eigentlich lieber eine Rüstung, du Arsch. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Nein. Bin zu müde. Ha, du bist ein Jäger. Zu müde, sagt er. Was stehst du hier rum, wie Falschgeld? Ach so. Na toll. Also wir haben ja einen Haufen an faulen Menschen. Egal wo.
Phil, Handlanger Phil? Achso, ein besserer Dieb werden. Na toll. Ja. Na gut, ich mache jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen. Muss mir mal überlegen, wie ich hier an bessere Sachen komme. Muss auch noch die anderen Sachen hier, also die anderen Leute hier finden. Wasserfass. Ach ja. Hat das nicht irgendwie geholfen, um wieder ein bisschen Energie zu bekommen? Ach nee, Wasser war glaube ich nur für Mana. Nee, da auch für Gesundheit. Dann muss ich wenigstens nicht dauernd mein eigenes Zeug hier benutzen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe am Wasserfass hier trinken, mein Freund. Ach nee, dann können wir ja eigentlich doch nochmal hier kurz ein bisschen gucken gehen. Es muss doch hier noch irgendwo noch mehr Ausgrabungsstellen geben. Automatisches Speichern ist sehr gut. Machen wir auch nochmal schnell speichern. So. Schatz, Philipp ist in 10 Minuten da, der nimmt dich zum Sport mit. Will mich verarschen? Nein, er will dich nicht verarschen. Hat der einen Schuss? Deswegen ruft er an und nervt. Ja. Aha. So, mach Lit. Ja, dann verzieh dich. Mann, ist das anstrengend. Ihr habt's gehört. Dann bis zur nächsten Folge einfach. Ciao, Leute. Hallo, Freunde des guten Rollenspiels. Herzlich willkommen zurück bei Risen. Und ich hoffe, dieses Mal in einer ungestörten Aufnahme. Die Frau ist außer Haus. Das Kind im Bett. Sport ist abgesagt. Ja. Sind wir letztes Mal ziemlich unterbrochen worden. Ich habe jetzt auch mal das Mikrofon anders hingestellt. Weiß nicht, ob man das mitbekommt, werde ich nachher merken. Ging mir vor allem darum, dass die Maustasten einfach so verdammt laut sind. Aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht so viel ändern. So, ich habe auch mal ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir jetzt hier weitermachen. Ehrlich gesagt habe ich, so wie es zurzeit steht, ziemlich schlechte Karten. Ich glaube, ich werde mal wieder runter an den Strand gehen und werde dort versuchen, Vögel zu töten, damit ich diese 10 Keulen zusammenbekomme. Weil gegen die bösen Sumpfwürmer, wie sie da hinten sind, habe ich zum Beispiel gar keine Chance. Ja. Passt mir persönlich natürlich überhaupt nicht. Aber was soll ich machen? Ist auch ziemlich dunkel gerade, stelle ich fest. Ich hätte ja eine Fackel. Moment. Ich will mal rechte Maustaste drücken. Aus Gewohnheit von den MMOs, ja. So. Auf jeden Fall sehen wir jetzt deutlich mehr. Großer Sumpf. Ich dachte, ich hätte da was gesehen im Gebüsch. Was haben wir hier? Das sieht ehrlich gesagt auch nicht besonders einladend aus. Ich benutze einfach mal fröhlich schnell speichern. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Schon wieder eine Schaufel. Könnte das hier eine weitere Ausgrabungsstelle sein? Ich sehe Gegner. Skelettkrieger. Und Skelette. Okay, das hier scheint dann eher ein Friedhof zu sein. Das erklärt die Schaufeln. Na, mal sehen, was der Skelettkrieger drauf hat. So. Fuck, komm. Oh, solange wie ich es blocken kann, geht's. Ja. Na? Ja. So viel zum Blocken. Dämlicher Mist. Gut, ich kann mich also auch nicht mit Skeletten... Was kann ich denn überhaupt? Ich bin gerade ehrlich gesagt ein kleines bisschen frustriert. Es macht ja nicht wirklich Spaß, wenn man hier durch die Gegend rennt und von allem getötet wird.
Ich meine, da kann ich auch irgendwie wieder Dark Souls spielen und selbst da war ich irgendwie besser. Jetzt mal ernsthaft. So. Na, ist doch nicht euer Ernst. Die ich natürlich nicht blocken kann. Na, komm. Und der reagiert auch so langsam, finde ich persönlich. Aber das könnte natürlich auch an meinen Werten liegen. So, komm. So, komm, weg. Nee, ich will nicht. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Fuck. Was habe ich denn gerade gesagt? Überall lauern Gefahren in der Welt von Risen. Wie heißt eigentlich diese Insel? Das habe ich ja bisher auch noch nicht herausbekommen. Alle sagen mir den Namen der Insel nicht. Es ist verzwickt. Verdammt. Ich will nicht dauernd sterben. Okay, wenn da rechts die Wölfe sind, halte ich mich mal ein bisschen weiter links. Find auch glatt ein bisschen was. So, da oben waren, glaube ich, die Ruinen, von denen ich mich fernhalten sollte. Okay, links sehe ich so einen Geiervogel. Hoffentlich kriege ich den wenigstens tot. Sonst kann ich es doch echt langsam aufgeben. So. Fackel nehmen wir wieder mit. So, ein Schenkel haben wir schon mal. Ich möchte eigentlich diese Wölfe umbringen. Sie sind mir im Weg. Verdammt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich einfach noch überhaupt gar keine Chance. Schaufeln könnte ich demnächst mal zwei verkaufen. Ich habe einen Tooltip gesehen, dass wir die Schaufeln benutzen können, um, sag schon, Schätze auszugraben. So, einen Moment, ich muss mal kurz. Wir brauchen doch Jäger, so wieder jagen, okay. Dann müssen wir wohl die Jäger irgendwie finden. Fleisch für die Bande. 10 Keulen rohes Fleisch. Alles klar. Jetzt mal ganz kurz gucken, das, was ich gerade eingesammelt habe. Rohe Bollen? Wollt ihr mich verarschen? Wo kriege ich denn bitte dann Keulen rohes Fleisch her? Da dachte ich, jetzt hätte ich wenigstens schon mal 1 von 10, aber Pustekuchen. So, probieren wir es nochmal. Das hat ja ganz gut geklappt. Seegeier. Ach, das sind die Stärkeren. Na klar. Ihr habt doch sonst keine Probleme, oder? Und es tappt wieder. Warum tappt dann das raus und macht das überhaupt gar keinen Spaß? Spiel. Und das reagiert nicht, oder was? Ja. Ah, so. Ich habe irgendwas gelesen, dann ist irgendwo ein Prozess im Gange, der sich für besonders wichtig hält und mir irgendeine Mitteilung schickt. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was für ein Prozess das ist. Da müsste ich wahrscheinlich den ganzen Rechner irgendwie nochmal neu aufsetzen. Weil ich habe den neu gestartet. Habe nichts gemacht, außer die Aufnahmen gestartet. Und der tappt raus. Das finde ich ein bisschen scheiße. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt schon wieder hier sind und schon wieder nicht vorankommen. Wie soll denn irgendwie ein großer Jäger werden, aus mir werden, ein großer Bandit, wenn ich einfach nicht vorankomme? Das klappt doch nicht.
So. Wir machen den jetzt so platt. Dann sparen wir uns wenigstens ein paar Pfeile. Die kann ich ja noch gebrauchen. So, da rechts, der ist alleine. Macht zumindest den Eindruck. Nein, er ist nicht alleine. Kommt doch. Ja. So. Ja. Na. Ich muss mich wirklich wohl dran gewöhnen, das mit dem Blocken. Keine Ahnung. Die haben alle anscheinend ihr eigenes Angriffsmuster. Zack. So. Stirb jetzt. Und jetzt du. Ja. Tja. Ach, verdammt, man kann nicht anspringen. Habe ich vergessen. Eigentlich total bescheuert, wenn man schon nach hinten springen kann, warum man denn nicht anspringen kann. Ja. So. Und was droppt ihr auch? Rohrbollen. Was ist denn bitte? Ach, ich weiß es nicht. Was mache ich mir darüber überhaupt Gedanken? So. Da waren noch mehr. Ich sehe dich. Ah. Deswegen kamen drei. Okay, es sind wirklich drei. Los. Na komm. Verdammten Seegeier. Ihr wollt auch nur mein zartes Fleisch haben. Na komm, komm, ein bisschen näher. Oh, zu nah. Scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich jetzt? Speichern. Es war gefährlich mitten im Kampf, aber was bleibt mir anderes übrig? Los, einer, ein bisschen noch. Na klar, jetzt muss natürlich der andere vorkommen, oder was? Na. Ich habe die Faxen dicke. Ich lasse es sein. Also ganz ehrlich. Risen mag als Spiel vielleicht bestimmt super sein, aber nicht als Let's Play, habe ich das Gefühl. Denn verbuchen wir das Ganze unter einem angezockt Risen. Es gab da mal den Wunsch, dass das probiert wird, aber ey, ganz ehrlich, so krieg ich... Nee. Ich stelle mich entweder zu doof an oder das Spiel ist einfach zu unfair am Anfang gestrickt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin raus.